Zürcher Beizentour ist heute in einem Restaurant, wo der Name Programm ist. In der Krone Zaltstätte regiert seine Majestät Charles the King. Jetzt haben wir heute zwei Königinnen, eine Prinzessin und einen Prinz. Wow! Ja, ein Prinz, danke. Wie der König in der Krone. Bevor es aber zum königlichen Mahl geht, muss seine Hoheit noch ein bisschen arbeiten. Ich würde sagen, ich übernehme vielleicht den Rest. Ja, ich denke auch. Mehr jetzt. Auf dem kulinarischen Eroberungsfeldzug durch die Stadt Zürich geht es heute auf Altstädte, wo das Restaurant Kronen ist. Der Hauptsitz von seiner königlichen Majestät, dem Charles King. Und der kommt auch ganz standesgemäß daher. Vor etwa anderthalb Jahren hat er Krone zu seiner Lieblingsbeizer gehören. Der Charles ist in London geboren, arbeitet als Risk Manager, ist geheiratet, hat zwei Kinder und tut gerne Fischen und Segeln. Hier ja. Raucht's. Matthias. Hallo Charles, hi. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Ja, super. So, wenn ich dir vorstellen darf, das ist der Betriebsleiter für die Krone, Matthias. Hoi, Matthias. Hoi. Und wie heisst du schon wieder? Mein Name? Ja. King. Charles King. Du bist also der King und deine Stammbeiz ist Krone. Have you ever seen a king without a crown? Und was bist du da außen am Zäuseln, Matthias? Ja, gedacht war eigentlich, dass wir den Apparat draussen nehmen. Das windet ein bisschen fest. Charles, ich glaube, wir gehen in den Weinkeller. Ja, sicher. Meine Lieblingsort im Haus, oder? Gehen wir. Hier im Weinkeller machen wir heute Abend den Apparat. Du siehst hier noch Balken von 1827. Dann ist das Haus auf weiter Flur hier hingestellt worden. Es hat damals ein Arzt hier in Altstetten angestellt und hat dann oben im Dach seine Praxis gehabt. Und unten im Restaurant hat er quasi dann den Wein verkauft, den du trinken sollst, dass es dir besser geht. Wein als Medizin. Da wäre ich dann gerne mal krank der Zeit. Wäre das deine Zeit gewesen, Mensch? Ja, ja. Du weisst es, hier unten ist gut zum Trinken. Machen wir nachher auch den Apero. Jetzt gehen wir in die Gaststube. Dort ist ideal zum Essen. Ja, super. Also. Der Beat ist ein Weintrinker. Der trinkt gerne Wein. Und freue mich, wenn ich ihm dann, ja, den Wein vorstellen heute. Hier sind wir jetzt in unserem Restaurant, wo wir heute Abend auch essen werden. Du siehst, es ist ein altes Gebäude. Du siehst an der Wand die Decke, die sich absenkt. Das ist dein Stammtisch, gell? Ja, das ist er, ja. Hockst immer auf der Bank. Ja, gegen die Wand. Das ist immer schön, ja. Mir gefällt es. Ich schwimme regelmäßig in der Hallenbad hinein und bin immer dann hier vorbei gelaufen. Und habe mir gedacht, was für ein schönes Gebäude pflegt. Weil eben, wenn es etwas, das Qualität hat, rauslicht, dann habe ich auch gedacht, innerlich gibt es auch. Und das hat dann tatsächlich gestimmt. Dann haben wir uns gekannt. Matthias hat uns sehr schön gefangen. Das schätzt der Mensch, wie er ist und für was er, ja, für was er ist. Und das ist auch zum Schätzen. Und ja, wir können gut miteinander reden, verstehen uns. Und was willst du mehr? Gehen friedlich auseinander und freut uns auf das nächste Mal, oder? Das ist es so, ja. Ja. Ich bin seit gut 4,5 Jahren da. Wo die Krone aufgegangen ist, im Sommer 2012 noch nicht dazugestossen. Ich bin dann im November dazugekommen. Ja, mit aller Leidenschaft, das braucht als Gastgeber. Ich als Betriebsleiter der Krone habe zwei Aufträge. Ich habe auf der einen Seite den gastronomischen Auftrag, wo ich ein Restaurant führe, so wie sich das gehört, wie man sich das vorstellt. Und auf der anderen Seite gehört bei uns der Bildungsauftrag von der IV dazu. Wir arbeiten mit Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung oder eben mit einer Alternativbegabung, wo wir mit einem ganz normalen Wahnsinn von der Gastronomie erleben. Und es ist für mich etwas, das eine lässige Herausforderung ist und eine schöne Genugtuung, wenn wir das miteinander machen möchten. Jetzt ist die Zeit, jetzt kommt der Braschler mit dem Fisch. Gehen wir mal in die Küche. Sicher? Kümmern wir uns um ein Saibling. Ja, sehr gerne.
Unsere Küche ist eine traditionelle Schweizer Küche. Wir haben eine frische Küche, die von den traditionellen Gerichten, die man daheim früher auch gerne gegessen hat, bis zu den saisonalen Gerichten geht. Sie finden auf unserer Karte von Zürichschnetzel über Fleischvögel zum Gordon Bleu. Das sind Klassiker, die Sie immer antreffen bei uns. Und dann haben Sie eben, wie heute Abend zum Beispiel, den Saibling schön saisonal interpretiert. Ah, der Mike ist schon da. Hoi, ja, hoi. Wie hast du es? Ja, gut, danke. Gut, schön, dass du vorbeikommst. Ja, danke, danke. Immer gern, immer gern. Schauen wir uns da die frischen Saibling doch mal an, die wir da heute Abend dann aufs Menü hauen. He? Die kommen schön aus dem Luzernischen, haben heute Morgen noch gelebt, frisch geschlachtet. So. Dann wünsche ich euch viel Spass heute Abend. Da haben wir noch schnell den Lieferungsschein und dann bin ich auch schon wieder weg, weil der nächste Kunde wartet nämlich schon wieder. Recht so, oder? Gut. Danke vielmals und einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss. Charles, ich übergebe dich jetzt in die Hände von meinem Küchenchef. Ich gehe jetzt wieder raus. Mach es gefälligst ordentlich. Also, willst du es ordentlich, gell? Ja. Also. Wenn sie gefälligst können essen. Gerade nicht quer, oder? Das kriegen wir schwer. Wir haben genug. Ist Übung beim Fisch auseinander, Charles? Filetieren ist nicht so eine schwierige Sache. Gut, mit dem Saibling wissen wir nicht, wie die Knochen sind. Sie sind ganz weich, oder? Schwierig zum... Ja, nein, ist schon ähnlich wie bei einer Forelle. Ah ja? Ja, schön zusammen. Ich fische oft, meistens im Herbst in den Keys und Florida. Es gibt keinen besseren Fisch in der Welt als solche. Warte jetzt mal auf den Saibling. Ja, ja. Ich warte. Mal schauen, ja. Gut, also legen wir los. Hast du noch eine Anweisung oder soll ich dich einfach mal machen lassen? Ja, du musst mich einfach beobachten und wenn ich etwas falsch mache, musst du mich korrigieren. Ja, leg los. Also. Aber filetieren ist eben nicht einfach filetieren. Vor allem, wenn man den Fisch nicht kennt. Was ist los auf dem Kopf? Was hast du gesagt? Ein bisschen da rein? Ja, also hinter den Kiemen, nicht in die Kiemen rein. Also hinter der Kimme, hinter der Fluss oder so. Und schauen, da hat es schon Fleisch. Also, dass du da so reinkommst, das kann man holen. Gut, ja. Ich würde sagen, ich übernehme vielleicht den Rest. Ja, ich denke auch. Du fischst sie für uns, wir nehmen sie auseinander, das dann nach einem Plan, oder? Sehr gerne. Merci trotzdem. Gut. Super. Ja, Martin, vielen Dank. Gell? Also dann, tschüss. Weil hier jeder wie ein König verwöhnt wird. Ja, dann weil hier jeder wird wie ein König verwöhnt wird. Weil hier jeder wird wie ein König verwöhnt wird. Du musst erst hier. Weil hier jeder wie ein König verwöhnt wird. Weil hier jeder wie ein König verwöhnt wird. Yes. Mir gewöhnen meine Beiz, deine Beiz will. Hier wird jeder wie der König verwirrt. Das sind dem Charles seine Gäste, die wollen verköstigt werden und einen anspruchsvollen Gaumen haben. Hallo, komm. Hallo, wer kommt da? Ja, hoi zusammen. Hallo. Hast du es gut gefunden? Ja. Herzlich willkommen, wenn ich dürfte. Der Betriebsleiter der Krone, Matthias, vorstellen. Schönen Abend. Matthias. Hallo, Vera Tilia, freut mich. Vera. Hallo, Diana, freut mich. Diana, Matthias. Ja. Hallo, Matthias, hoi. Hallo, Jenny, freut mich. Wir gehen die gerade miteinander in Weinkeller. Fängt der Tonner an. Gerne. Ja, ja. Sounds gut, hä? Denk gut. Sehr schön. Im alten Zeit. Oh. Oh. Schön. Ah. Sehr schön. Da bist du zuhause. Willkommen im Kronenweinkeller. Ich liebe natürlich Wein. Und darum habe ich das wunderschön gefunden, dass wir hier die Begrüßung beim Weinkeller weitergemacht haben. Ich war sehr beeindruckt. Die ganzen Weine, die erwähnt waren, die Lampen. Also wirklich ein toller Eindruck. Ja, es hat wirklich sehr schön ausgesehen. Es ist sehr gemütlich. Mhm. Ja, hat uns gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnten wir anfangen mit einem Äpfelschaumwein vom Zürichsee. Wir haben einen hausgemachten Quittensirup unten rein gemacht. Wer lieber keinen Quittensirup hat, darf mir das sagen. Dann gibt es einen schönen Säcke Cider. Was? Ist das gut für dich? Ja. Voilà. Danke vielmals. Bitte gerne. Dankeschön. Herzlich dann miteinander. Herzlich willkommen an meine Bites, ja. Krone. Und ich wünsche euch viel, viel Vergnügen und viel Spass. Und was wird denn sicher sein, einen ganz schönen Abend.
Gesundheit ja, miteinander. Danke. Das ist schön. Ja, einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. Cidre, also Apfelschaumwein vom Zürichsee mit hausgemachtem Quittensirup für 8 Franken. Der wunderschöne Kronleuchter, der gefällt mir sehr. Deine Krone. Ja, genau so aus. Mr. King under the crown. Steht dir gut? Die Position von Charles unter der Krone war wie für ihn gemacht. Ich glaube, das hat er alles ausgesucht vorher. Das war ja, passend zu ihm. Große, ja, große Krone. Genau. Das steht dir wunderbar. Ja, sieht genau aus. Sehr schönes Bild. Passt. So ist es. Von wo ist der nochmal, der Cidre? Region Stefa. Ah, gerade in der Gegend? Ja, ja. Am See. Ah. Stefa-Röpfel. Zum Beispiel. In dem Fall. Ja. Stefa-Most. Ich bin nicht so Fan von Cidre. Ich kann lieber ein Glas Weisswein zum Apéro. Aber ich glaube, Jenny hat das noch geschmeckt. Nein, also der Cidre war für mich, ja, ich wollte einfach probieren. Das ist mein Lieblings-Apéro-Getränk. Der Apéro hat mir gut geschmeckt, nicht spektakulär, aber sicher für jeden Geschmack etwas. Als nächstes würde ich euch das Menü vorstellen, das ihr heute Abend geniesst. Ich bin ja gerade wieder da. Ihr habt bereits mit dem Apfelschaumwein mit dem Cidre gestartet vom Zürichsee. Man geht jetzt weiter in der Vorspeise mit einem lauwarmen, hausbeizten Saiblingsfilet. Es hat dazu Schwarzwurzeln geröstete und Grapefruitfilet. Fein. Fein, ja. Im Hauptgang servieren wir euch unsere Spezialitäten. Das ist das Zürichschnetzel im Kupferpfännli. Das servieren wir an Discretion. Und ihr habt eine feine Butterröste dazu und Saisongemüse. Wow. Das freut mich. Klingt super. Ja. Ich habe geahnt, was es gibt, weil das Restaurant für sich Zürichschnetzel bekannt ist. Und es war dann so. Für mich ist es immer schön, wenn man einen Fisch und danach etwas Fleischiges nimmt. Das hat mir gefallen, ja. Die Kombination. Das war wichtig für mich. Ja. Ich spanne mich nicht mehr länger auf die Folter. Dann gehen wir dann vielleicht in Gast rum. Geil, ja, absolut. Dann gut. Jetzt haben wir heute zwei Königinnen, eine Prinzessin und einen Prinz. Wow! Ein Prinz, doch. Mit dem König in der Krone. Diana und Charles sind heute Abend mal wieder vereint nebeneinander gesessen. In bester Eintracht. Also, das sage ich, dann werden wir mal anstoßen. He? An der letzten, vorletzten Abend. Also, ja. Unterdessen macht Martin für die Vorspeise die Schwarzwurzeln parat. Die hat man früher gegen Schlangenbiss gebraucht. Erst ab dem 17. Jahrhundert sind sie als Gemüse auf den Teller gekommen. Ein lauwarmes Saiblingfilet mit gerösteten Schwarzwurzeln und Grapefruit für 14 Franken. Oh! Schön präsentiert, hä? Ja. Danke vielmals. Ah, du liebst Schwarzwürzel? Ja, ja, das ist das Gemüse, das ich finde, einen sehr feinen Geschmack. Danke vielmals. Bitte gerne. Saiblingfilet, geniesse es. Danke vielmals. Eine Zutat wirft noch Fragen auf. Nehmt du zu wundern, was ist denn das? Das Weisses? Was können Sie? Was haben Sie für Stimmen abgegeben? So Zitronenschmack hat es. Maizena. Es ist ein Zitronenöl, das man mit Maltodextrin in die Konsistenz bringt. Du kannst du Öl in so eine Konsistenz bringen, die es am Schluss eigentlich ausgeht wie gekoppelte Meerrettich. Mhm. Ja, gut. Aber ich habe gesagt, dass es einen Zitronenschmack hat, oder? Ja. Gut. Sehr kreativ, Herr Küche. Gemüse und Fisch zusammen. Paradise. Mit dem Schwarzwurzel. Ich liebe rohen Fisch. Ich bin absoluter Sushi-Freak. Nein, also für mich rohen Fisch passt. Absolut. Ich habe gesehen, dass eine innovative Küche mit diesem Sorbet in den Fisch drin und den verschiedenen
Gemüse präsentiert, war hervorragend, sehr schön gemacht und hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ja. Vorspeise war jetzt nicht unbedingt meins. Ich bin nicht so der rohe Fischtyp. Aber von der Zubereitung, wie sie es präsentiert haben, war es sehr schön. Die Basis des Zürich-Schnetzleten ist Kalbfleisch, Rahm und Weisswein. Es gibt auch Varianten mit Champignon oder Kalbsnierli. Verschiedene Variationen gibt es ebenfalls bei der Rösti. Je nach Region macht man sie mit Speck, Zwiebeln, Schabziger oder Gruyère. Zürich Kalbsgeschnetzlets à Discretion im Kupferpfändli mit Butterrösti und Märtgemüse für 39 Franken. Jetzt ist es so gedacht, dass ihr zuerst noch ein bisschen arbeitet. Du bist sicher auch so ein Gentleman wie der Charles und du Damen verwöhnen. Natürlich, das mache ich doch sehr gerne. Ja, natürlich. Jenny. Jetzt dürfen wir so viel essen. Das ist wieder heim. Wenn wir wieder kugelrund. Sie, wie wir umkippen und heimgerollt werden. Kommen wir rechtzeitig noch fragen, ob wir noch mehr Einlagen mögen. Ihr dürft noch mal kommen, nächstes Mal. Dürfen wir noch mal kommen? Ihr dürft noch mal kommen, ja, wenn ihr so lieb seid. Ich würde dich morgen Abend bedienen. So, gut miteinander. Guten miteinander. Guten. Schon zu Gotthelfs Zeiten hat man eine gute Rösti geschätzt. Allerdings hat man sie damals mit geredelten Herdöpfeln gemacht. Aber heute kommt sie offenbar auch gut an. Ich hatte das lange nicht mehr. Schnetzelt es mit Rösti. Dann musst du so länger trainieren. Ja, dann muss ich zweimal trainieren hintereinander. Schmeckst du dir? Immer wenn ich ruhig bin, ist gut. Das kannst du merken. Das ist super. Ich sehe, dass ihr Pfändli langsam fertig macht. Ich habe gerade noch mal bestellt. Wie sieht es aus mit Rösti und mit Gemüse? Gerne ein bisschen Gemüse. Noch ein bisschen Gemüse? Auch, ja. Auch noch ein bisschen Gemüse? Gerne noch ein bisschen Rösti. Noch ein bisschen Rösti. Gemüse, gut. Noch ein bisschen einfach. Gut, gerne. Ich komme. Beim zweiten Nachschlag muss natürlich die Rösti dabei sein, weil die Rösti gehört einfach zum Kalbsgeschnetzeln dazu. Weil das ist ja, das ist zu der Soße, braucht es die Rösti. Ja, klar. Ja, das ist ja noch für den Charles. Ja. Nein, das ist schon gut, schon gut. Nein, das geben wir dir noch. Diana braucht jetzt noch. Ja, ja. Dann. Also, musst du auch nehmen. Soße? Ja, ein bisschen Soße, ja. Gut. Du, wie werden wir finden, wenn wir morgen einen ganz schönen, eleganten Minibike. Ja, elegant? Ja. Also schön angelegt, Krawatte, ja. Top Hat. Braces. Richtig, ja. Okay. Speedo. Yeah. Genau. Perfekt, ja. Okay. Wäre das gut? Hast du eine Idee? Ja, ich muss morgen shoppen, weil ich passe nichts mehr rein. Ich hoffe, ich finde etwas Passendes. Gut. Ich machen wir. Gerne. Wie machen wir das? Ja. Nee. Finde ich eigentlich eine super Idee. Dankeschön. Ich ziehe mich auch für schöne Anlässe schön an. Und ich weiss schon, was ich anziehe. Aber ich werde es doch nicht mehr verraten. Verraten müssen die Gäste aber, wie es den Hauptgang gefunden haben. Das Kalbsgeschnetzel war sehr fein. Es ist beim Kalbsgeschnetzel noch schwierig, dass man das wirklich auf den Punkt bringt, dass es nicht zu zäh ist oder dass es so gummig ist. Und ich muss sagen, es war wirklich auf den Punkt perfekt. Mal, mein Freund macht das beste Zürichschnetzel. Von dem her ist, ja, kannst sehr gerne mal kommen. Die Latte ist sehr hoch. Und wenn wir halt so den Vergleich haben, dann habe ich es gut gefunden. Farbe, Spiel, Gemüse, Rösti, cremige Soße. Das hat besser nicht präsentieren können. Eine historische Gaststube mit Tradition. Haben sich Zürcher wohlgefühlt in der Krone? Die Gaststube finde ich sehr heimelig. Es ist ein bisschen wie daheim in der Stube. Und da fühlt man sich wohl. Man kommt rein. Es war schön weiss aufgedeckt. Es war wirklich sehr, sehr einladend. Ich fand es auch eine schöne Sache, empfangen zu werden in so einem gemütlichen Platz. Alles sehr schön originell und einladend. Das Ambiente heute Abend ist natürlich wunderschön, weil es ist ein echtes altes Haus und das macht es einfach gemütlich. Saibling und Zürich Schnetzlitz. Ist es gut gewesen? Das Essen im Gesamten hat mir extrem gut geschmeckt. Ich habe das Essen auch gut gefunden. Eben die Vorspeise hat mir nicht so zugesagt, aber
Verarbeitung war top. Und das Hauptmenü, das ist halt mein Freund. Da hat er immer sein Ei gelegt, weil er das so gut macht. Der Kalbgeschnetzelte waren für mich, es war gut. Ein bisschen mehr Gewürz hätte ich mir gewünscht. Aha. Ist denn dafür der Preis recht gepfeffert? 61 Franken für das gesamte Menü finde ich in Ordnung. Für Zürich, es ist einfach Zürich. Wir sind noch einmal keine billige Stadt. Es ist ein super gutes Essen und okay. 61 Franken finde ich auch sehr ein gutes Verhältnis. Vor allem, wenn der Hauptgang an Diskussion ist. Also, wenn man Hunger hat, kann man wirklich viel essen für das Geld. So wie wir. Für zwei Tage voll essen. Haben Sie Appetit bekommen? Gönnen Sie 1'000 Franken im Bar und gönnen Sie sich und Ihrer Begleitung ein feines Essen im Restaurant oder erfüllen Sie sich sonst einen Wunsch? Einfach anrufen auf 0901 90 60 30 für 80 Rappen oder gratis über das Handy im Internet. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie in der nächsten Sendung. Das Punktekarussell dreht sich. 8 von Beat, 9 von der Vera, 8 von der Diana und nochmal 8 von der Jenny. Macht königliche 33 Punkte für den Charles. Für die Siegerkrone reicht es leider nicht ganz. So, Charles. So, oh, danke vielmals. Das war es, he? Ja, und wie? Super gewesen, super. Danke herzlich. Ich auch. Es war wirklich super gewesen. Sind alle zufrieden? Und recht so. Alle Diskussion ist wirklich. Wie du merkst. Steht er gut. Ja. Also, in dem Fall. Komm gut heim. Ja, mal schauen. Ich weiß, ich glaube, ich muss ihn immer steigen runter tragen. Ja, fahren. Ist gut. Und dann gerade also, rechts, gell? Matthias, nochmal. Tschüss. Morgen geht die ehemalige Barkeeperin Jenny ins Carlton zurück. Ich möchte gerne einen Cocktail mit karibischem Flair. Ich habe mir schon etwas überlegt. Perfekt. Findet das Gäste auch? Jenny gibt wirklich alles heute Abend. Sie hat nichts ausgelassen. Sie hat nichts ausgelassen. Das Finale morgen.